Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr diese 10 gruseligen Halloween-Snacks für eure perfekte Halloween-Party nachmachen könnt. Es geht wirklich super einfach und es macht eine Menge Spaß. Für die Gehirn-Muffins habe ich natürlich den Teig der Muffins als erstes vorbereitet. Das genaue Rezept findest du wie immer unten in der Infobox, genauso wie die Mengenangaben und auch die Dauer der Backzeit. Wie ihr seht, habe ich hier meinen fertigen Teig schon in die Muffinförmchen eingefüllt und den dann ausgebacken. In der Zwischenzeit habe ich mir dann das Frosting zubereitet und das rosa eingefärbt, wie ihr seht. Es soll halt wirklich realistisch pink aussehen, also jetzt nicht ganz zu pink, aber jetzt auch gar nicht zu hell. Nachdem die Muffins ordentlich ausgekühlt waren, habe ich mir dann eins zur Hand genommen und die Gehirnmasse aufgetragen. Das geht wirklich super einfach. Dafür einfach ein D aufzeichnen, wie ihr hier seht bei mir, und dann einfach so Schlangenlinien umherfahren. Und das Ganze macht ihr dann zweimal auf einem Muffin und es schaut wirklich super realistisch aus. Also ich finde, das schaut wirklich wie ein echtes Gehirn aus. Für die Spinnenpizzas habe ich hier einen gekauften Pizzateig, ihr könnt ihn euch aber auch selber backen. Und ihr seht, ich habe mir ein Glas zur Hand genommen und damit so Kreise einfach ausgeschnitten. Und anschließend habe ich natürlich Tomatensauce aufgetragen. Wie ihr seht, habe ich hier diese von meiner Packung von dem Pizzateig genommen. Ihr könnt natürlich euch selbst welche machen, wie ihr wollt. Und schon habe ich dann einfach ganz normal Käse aufgetragen, wie man es sonst bei einer Pizza machen würde. Und jetzt kommen wir schon zur Spinne. Dafür braucht man schwarze Oliven, am besten entkernt schon. Dann nehmt ihr euch einfach eine Olive und schneidet sie quer durch und habt somit quasi schon euren Kopf der Spinne. Und wenn ihr euch nochmal eine Olive nehmt, dann schneidet sie längs durch und so habt ihr den Körper der Spinne. Von den Resten der anderen Oliven könnt ihr euch dann die Beine rausschneiden. Und es geht wirklich super einfach, man muss einfach nur ein bisschen Geduld mitbringen und das klappt dann schon. Aber es schaut auf jeden Fall super toll aus und es ist sicher ein ganz toller Hingucker für eure Pizzen. Nachdem ihr mit den Spinnen fertig seid, einfach nur mal auf eure Pizzen rauflegen und schon könnt ihr die Pizza auspacken. Für die Monster Cake Pops habe ich natürlich den Teig als allererstes gebacken. Das Rezept wie Mengenangaben und sonstiges findest du wie immer unten in der Infobox. Ich habe den Teig in einer Kastenform ausgebacken. Es ist eigentlich völlig egal, wie oder wo du ja den ausbäckst, denn der Teig wird schlussendlich sowieso zerbröselt in ganz, ganz kleine Stücke. Ich habe zu meinem zerbröselten Teig dann Marillenmarmelade dazu gegeben, ganz genau genommen 3 dicke, volle Esslöffel davon. Und habe dann den Teig und die Marmelade ganz, ganz ordentlich durchgeknetet, bis der Teig so richtig nass war und sich die Marmelade überall verteilt hat. Anschließend habe ich mir dann den Teig genommen und in den Kühlschrank gestellt, für eine halbe Stunde ungefähr. Das ist einfach ein Vorteil, dann kann man ihn nämlich besser formen. Nach der halben Stunde habe ich ihn mir wieder rausgenommen und mit einem Eisportionierer mir kleine Kügelchen quasi rausgetan, damit ich ungefähr die gleiche Portiongröße habe. Und habe mir mit den Händen die Kugeln so schön geformt. Nachdem ich fertig war, habe ich sie dann wieder in den Kühlschrank zum Auskühlen für 30 Minuten gegeben. Nach der Auskühlzeit habe ich sie dann wieder rausgeholt, die Kekpop-Stäbchen, und habe mir auch eine Kuvertüre gemacht. Die Kuvertüre dient dazu, dass die Kekpop-Stäbchen in den Kekpop selber drinnen haltet. Und zwar einfach ein Kekpop-Stäbchen nehmen, dieses 1 cm tief in die Kuvertüre fahren und anschließend ungefähr in die Mitte des Kekpops langsam und vorsichtig hineinstechen. Zum Auskühlen habe ich sie dann ins Kühlfach getan. Und jetzt kommen wir schon zum lustigsten Part, und zwar zum Dekorieren der Kekpops. Hierfür habe ich mir dann einen Kekpop geschnappt, ihn in meine Kuvertüre getunkt und danach anschließend schnell in die Zuckerstreusel. Hab dann noch 2 Augen hineingedrückt und schon waren meine lilanen Monster fertig. Das gleiche habe ich dann auch noch mit rosaner Kuvertüre und blauen Zuckerstreusel gemacht, aber diesmal nur ein Auge hineingeklebt. Und zu guter Letzt noch in Vollmilchkuvertüre und als Haartopping habe ich dann ganz bunte Crispies verwendet.
Für den gruseligen Knochensnack brauchen wir einen Blätterteig. Ich habe meinen erstmal ausgerollt und dann in der Mitte längs durchgeschnitten. Diese habe ich dann noch einmal geschnitten und zwar in so eher breitere Balken, kann man ja fast sagen, ja. Dann habe ich mir so einen Balken genommen, ihn auf ein neues Backpapier gelegt und die oberen Teile, diese runden Teile, habe ich natürlich auch aus Blätterteig geformt und habe sie schön mit der Hand so irgendwie versucht rund hinzubekommen. Aber da muss man nicht so genau sein, weil es egal ist, weil wenn die hochbacken, verschmilzt es ineinander und dann seht ihr überhaupt keinen Unterschied. Nachdem ich dann den gesamten Teig verarbeitet habe, zurechtgeformt habe, habe ich mir ein Ei genommen, dieses geschlagen und mit einem Pinsel überall auf den gesamten Blätterteig angepinselt. Und zu guter Letzt habe ich dann geriebenen Käse genommen und diese auf den Blätterteigknochen verteilt. Dann noch im Ofen auspacken und schon sind unsere leckeren Knochen fertig. Für die blutigen Spritzen braucht ihr natürlich Spritzen, die könnt ihr in der Apotheke kaufen, dann einen roten Saft, egal welchen, einfach was ihr gerne trinkt und was schön nach Blut ausschaut. Was ich euch dann empfehlen kann, ist einfach eine Schüssel zu nehmen und diese zu befüllen, weil dann geht das Aufziehen viel, viel leichter. Und schon müsst ihr nur noch den Saft in die Spritzen aufziehen und fertig ist euer blutiges Getränk, was ihr den Gästen anbieten könnt. Und wenn ihr aber eine Erwachsenenparty habt, dann könnt ihr auch ein wenig Alkohol hinzufügen. Ich glaube, das ist ein lustiger Party-Gag mit den blutigen Spritzen. Für unseren kleinen Pudding-Friedhof brauchen wir erstmal Kekse. Ich habe hier so rechteckige gefunden, ihr könnt aber auch ovale nehmen. Und ich habe dann mit einem Schoko-Dekorschrift RIP raufgeschrieben und diese dann ein wenig austrocknen lassen. Dann habe ich mir Oreo-Kekse genommen und sie aufgemacht und die weiße Creme rausgetan. Also mit so einem Buttermesser geht das ziemlich einfach. Habe die Kekse dann in einen Frischhaltebeutel gelegt und sie dann mit dem Schnitzelklopfer kaputt gehauen. Nachdem ich mir alle diese Sachen zubereitet habe, habe ich meinen Schokoladenpudding zubereitet nach Anleitung. Und als der fertig war, habe ich ihn in so kleine Gläser eingefüllt, damit es einfach schön sichtbar ist. Habe aber nach oben hin ein wenig Platz gelassen, damit ich Platz für meine Deko habe natürlich. Dann habe ich sofort in den noch nicht wirklich kalten Pudding, also der soll eigentlich noch frisch und warm sein, die Kekse hineingesteckt. Dazu einfach nur ein wenig hineindrücken und schon sind sie eigentlich dort sicher, um rauszukippen. Und dann habe ich mit einem kleinen Teelöffel die Erde, sagen wir mal Erde dazu getan, also die Oreo-Kekse, die zermatschten, die zerhauenen. Und das schaut einfach wirklich wie so ein bisschen Erde auf unserem kleinen Friedhof aus. Und was darf natürlich nicht fehlen, ein bisschen Blumen. Ich habe dann immer eine andere Farbe genommen, weil es einfach so süß aussah und habe einfach überall eine Blume dazu getan. Für die leckeren Finger-Hotdogs einfach nur Wasser kochen, dann die Würstchen hineinlegen und so circa 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Ich habe dann anschließend die unteren Teile weggeschnitten, damit es einfach realistischer wie ein Finger ausschaut, also wie ein abgeschnittener Finger und kein abgeschnittener Finger ist rund unten, deswegen habe ich da dieses Teil weggeschnitten. Nachdem ich die Enden abgeschnitten habe, habe ich dann das Würstchen genommen und mit dem Messer vorsichtig die Form eines Nagels hingezeichnet, also schon ein bisschen tiefer, damit es ein bisschen realistischer ausschaut und versucht unten so rund wie möglich und so perfekt wie möglich das zu machen. Und als ich damit fertig war, habe ich dann vorsichtig die Haut weggemacht und es schaut wirklich wie ein richtiger Nagel aus. Und was hat ein Finger? Der hat natürlich diese typischen Kerben hier und deswegen habe ich so ein bisschen unter dem Nagel so mir drei Linien, so, ja, so ein bisschen tiefer und da muss ja nicht genau sein, weil wir haben ja mal eine längere Linie, mal eine kürzere Linie, habe sie auch ein bisschen versucht so auseinander zu kretschen und weiter tiefer habe ich dann nochmal diese Linie gemacht, die wir da so am Finger haben, damit es einfach richtig, richtig realistisch wie ein echter Finger ausschaut.
Und schon könnt ihr das Würstchen in das Hotdog-Brötchen anrichten. Dazu einfach vorher noch ein bisschen Ketchup rein, damit es einfach schön blutig ausschaut und schön gruselig. Dann den Finger in die ganze Ketchup-Masse hineinlegen und anschließend, damit es noch ein bisschen realistischer ausschaut, habe ich mir gedacht, mach's noch ein bisschen Ketchup darüber. Und ich finde, es hat echt eine coole Wirkung gehabt. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Für die Brownie-Mumien musste ich mir natürlich die Brownies davor backen. Das Rezept ist natürlich auch wie alle anderen unten in der Infobox zu finden. Und wie ihr seht, gehe ich da einfach nach demselben Prinzip vor, die flüssigen Zutaten miteinander vermengen, anschließend die trockenen und diese dann miteinander kombinieren oder verbinden. Ich habe auch zu meinem Brownie-Rezept Nüsse hinzugefügt, das kann man aber auch optional weglassen, weil es irgendwie Allergiker ist oder sonst irgendwie. Zum Auspacken habe ich diesmal eher eine flachere Form gewählt, da mir das wichtig war, dass der Brownie-Teig so diese typische, nicht so hohe Kuchenform hat, dafür eher ein bisschen mehr in die Breite geht, damit ich dann schön einige Mumien rausschneiden kann. Nachdem der Teig ausgebacken war und natürlich ausgekühlt, habe ich ihn zurechtgeschnitten. Zuerst mal die ganzen hässlichen runden Ecken und anschließend habe ich den übrig gebliebenen Teig dann in so kleine Rechtecke geschnitten. Als Topping habe ich mir dann eine Zuckerglasur gemacht, das findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und wie ihr seht, habe ich diese Spitze genommen, mit der möchte ich das nämlich auftragen. Da schaut das nämlich einfach so wie ein Band aus. Aber bevor ich die Zuckerglasur aufgetragen habe, habe ich mir natürlich zuerst die Augen der Mumien aufgepickt. Und zwar auch natürlich mit Zuckerglasur, habe mir da so ein King-Pop-Stäbchen zur Hand genommen, die Augen mit Zuckerglasur bestrichen und sie dann einfach an das Brownie angelegt und das hat sofort gehalten. Und wie ihr seht, trage ich hier schon die Zuckerglasur auf. Das ging super schnell und super einfach. Dazu einfach die Zuckerglasur von links nach rechts auftragen. Dabei müsst ihr auch nicht wirklich genau sein. Es reicht auch wirklich so ein paar Mal, dass man einfach erkennt, dass das einfach Mumien sind, die da eingetütet sind. Unser nächster Halloween-Snack, der Hexenbesenstiel, geht natürlich super einfach. Dazu braucht man nur drei Zutaten, und zwar Soletti, Käse und Schnittlauch. Hierfür habe ich mir einfach eine Goudascheibe genommen, diese in einen ca. 2 cm breiten Balken geschnitten und darin habe ich wieder so kleine Schlitze gemacht. Habe mir dann ein Soletti genommen und dieses dann in den Käse hineingewickelt. Aber ganz vorsichtig, damit der Käse auch nicht reißt, habe mir dann so ein Schnittlauch genommen und den Käse einfach festgebunden. Und ich dachte zuerst nicht, dass das wirklich so gut hält, aber der Schnittlauch hält wirklich den Käse ganz fest beisammen. Anschließend habe ich mir dann die Überreste mit der Schere weggeschnitten und sie schon auf einem Teller serviert und es schaut wirklich ganz, ganz süß aus. Ich muss ehrlich sagen, ich war selbst beeindruckt. Für den letzten Halloween-Snack habe ich mir hier wieder Kuvertüre gemacht. Einfach ein Glas in heißes Wasser gestellt, die Kuvertüre hineingelegt und sie schmelzen lassen. Habe mir dann wieder Oreo-Kekse genommen und sie aufgedreht und das Innere herausgekratzt und sie dann anschließend geschnitten. Wie ihr seht, ist mir das anfangs nicht so gut gelungen, weil ich sie einfach auf der falschen Seite geschnitten habe. Und zwar, wenn man sie mit der Außenseite versucht zu schneiden, dann sind sie mir jedes Mal immer gebrochen. Und ich bin durch Zufall drauf gekommen, wenn man sie von innen schneidet, reißen sie fast gar nicht ein. Also nicht mehr wie notwendig. Und ich habe mir, wie ihr seht, hier so kleine Fledermausflügel versucht rauszuschneiden und es hat wirklich sehr gut geklappt dann zum Schluss und ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Anschließend habe ich mir dann alle meine Zutaten bereitgelegt und habe mir hier Windbeutel zur Hand genommen, diese dann mit einem Messer bearbeitet und zwar habe ich dann nämlich mir so Schlitze hineingemacht, damit ich die Flügel, kann man sagen, ja, diese Oreo-Kekse einfach hier reinstecken kann. Und habe das dann auch gemacht, wie ihr seht. Leider habe ich das hier nicht so gut in die Kamera gehalten, aber beim zweiten Flügel dann schon, damit ihr seht, wie einfach das einfach geht. Also einfach rein und das hält auch schon.
und habe sie dann anschließend mit der Schokokuvertüre, also mit der Vollmilchschokoladenkuvertüre, beträufelt, bis das einfach überall der Windbeutel bedeckt war, und habe dann noch die Augen hineingedrückt und fertig sind die Fledermäuse. Ja, meine Lieben, und das war es auch schon mit meinem Halloween-Snack-Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so zu schauen, und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können. Vielleicht macht ihr das ein oder andere für eure Halloween-Party nach. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ich heiße dort Miss Diana Diamanta, und ich würde mich mega freuen, falls ihr das nachbackt oder nachmacht, dass ihr mich darauf verlinkt, damit ich das sehe. Ich werde mir natürlich auch alle Bilder anschauen. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Abonnieren nicht vergessen. Ich blende euch hier meine letzten zwei Videos ein. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Dankeschön. Tschüss.